ich bin, also das ist eigentlich nicht so wichtig, wie ich dem Johann Vogel verbunden bin, ob verwandt, angeheiratet in zweiter oder dritter Generation oder überhaupt nicht verwandt, sondern ganz einfach nur betroffen durch Ähnliches oder Widersprüchliches in meiner Familie. Es reicht, wenn ich sage, ich bin erschüttert vom letzten Brief dieses Menschen, den er von Dachau aus an seine Kinder geschrieben hat. Was ich dann noch über die Vorgeschichte erfahren habe, das geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Seid stolz und mutig. Ihr werdet euch und das Mammele gut durch die Welt schlagen. Für mich kommt jetzt eine schönere und bessere. Stammhalter Hansele, du Rückgrat der Familie, du musst die Kleinen jetzt aufrichten, wenn sie eingeknickt sind. Und du, Madel, steh der Mama jetzt zur Seite. Sie braucht dich jetzt. Und du, Hansele, du, mein ganzer Stolz. Und du, Horstma, du kleines Küken. Durch euch lebe ich weiter, wenn ich einmal nicht mehr bin. Aus dem Blut der Märtyrer werden neue Glaubensträger erschaffen. Euch schenke ich meine Lieder. Wir verneigen uns in Demut vor dem Mut derer, die Widerstand geleistet haben. Er war ein Sozialist und als solcher hat er auch so seine Probleme gehabt mit Vertretern der Kirche. Er war ein absoluter Widerstandsgeist. Als Lehrer hat ihm auch die Pädagogik seiner Zeit nicht gefallen. Überall war er zuerst begeistert und dann enttäuscht. Er war ja auch zuerst ein überzeugter Nazi, bevor er zum Widerstand gekommen ist. Vielleicht ist das überall so. Wir sind blind in unserer Begeisterung und dann enttäuscht, weil wir eben aus dieser Begeisterung unsere Wachsamkeit ausgeschaltet haben. In seiner letzten Botschaft, bevor er als Staatsfeind, Kommunist und Verräter gehängt worden ist, hat sich Johann Vogel als Märtyrer gesehen. Als Märtyrer in der Hoffnung auf Glaubensträger einer besseren Welt. Wegen Feindbegünstigung und Kontaktmann zur Widerstandsgruppe Robert Urich festgenommen. Die sind alle aufgeflogen. Was wollen Sie da noch wissen? Schriftliches ist ja da. Aber alles, was niedergeschrieben ist, hält das Vergangene fest. Und alles, was da schwarz auf weiß dasteht, kommt mit dem Anspruch des Endgültigen daher. Und das reicht mir nicht. Wen erreicht denn das niedergeschriebene Wissen? Nur eine privilegierte Elite. Und geben die das Wissen weiter?